Im kalten Winter macht Rudern und Athletiktraining ja nicht unbedingt so viel Spaß. Doch wie kann sich unsere Ruderin Deborah jedes Mal wieder zum Training motivieren? Jetzt im Winter hatten wir keine Wettkämpfe und ich glaube, das letzte Mal habt ihr von mir gehört nach der deutschen Meisterschaft, die ja für mich sehr gut lief. Danach hatte ich erstmal eine Zeit lang frei, was sehr gut war. Ich war in Tunesien mit meiner Schwester, habe den Urlaub wirklich sehr genossen. Wir hatten traumhaftes Wetter. Nach dem Urlaub haben wir angefangen, wieder ein bisschen zu trainieren und langsam wieder reinzukommen. Aber im Großen und Ganzen passiert im Winter nicht viel. Das ist wirklich relativ langweilig, zumal das Training auch recht einseitig dann wird. Im Winterstraining ist, wie gesagt, sehr eintönig. Oft wird gedacht, wir gehen nicht paddeln, aber da muss ich sagen, das ist falsch. Solange der See offen ist, also solange kein Eis drauf ist, fahren wir auch raus. Das ist teilweise wirklich eine ganz große Überwindungssache. So bei minus 2-3 Grad und dann am besten noch Schnee und sich da wirklich zu überwinden, dann wirklich auf Wasser gehen zu wollen auch und das dann ordentlich zu machen. Aber andererseits weiß man, wofür man es macht und man muss auch sagen, wir haben auch gute Klamotten. Also wir können uns warm genug anziehen. Das ist alles machbar. Ansonsten machen wir sehr viel Athletik, also ganz, ganz viel Kraft. Wo ja meine Schwäche noch so ein bisschen ist, deswegen sind die Wintermonate für mich auch immer sehr wichtig. Wir spielen Fußball, wir gehen schwimmen, wir gehen laufen. Solche allgemeinen Sachen machen wir dann. Ich hatte Anfang Januar direkt einen Lehrgang in Chiembaum mit dem DKV, einen Athletiklehrgang, der war ganz gut, hat mir viel Spaß gemacht, die ganzen Leute wiederzusehen. Dann war ich letzte Woche 2 Wochen in Spanien im ersten Warmwasserlehrgang. Dort haben wir wirklich angefangen, intensiv zu paddeln. Das war ganz gut, nur leider bin ich die 2. Woche direkt mal krank geworden. Das zieht sich, also jetzt diese Woche konnte ich dann langsam wieder anfangen. Ich musste auch Antibiotikum nehmen und das ist dann immer ein bisschen ärgerlich, weil vor allem, wenn man trainieren möchte und dann aber nicht darf. Jetzt bin ich aber wieder in Deutschland noch 3 Tage und fahre am Montag. Fliege ich wieder nach Spanien und bin dann 3 Wochen dort im Trainingslager. Hallo, ich bin gerade in Sevilla. Wir haben hier ein Trainingslager vom Deutschen Kanuverband. Wir sind jetzt die ersten, ist jetzt der 3. Tag, den wir hier sind und haben jetzt einen freien Nachmittag. Den wollten wir verbringen, indem wir uns mal ein bisschen die Stadt anschauen und hauptsächlich shoppen gehen. Aber leider haben wir hier erfahren, dass alle Geschäfte zu haben. Und deswegen machen wir uns auf die Suche nach der Kathedrale und werden halt noch mal ein bisschen Sightseeing machen und abends gehen wir dann noch essen. So, wir sind jetzt wieder zurück im Hotel. War jetzt ein bisschen nicht zufriedenstellend der Nachmittag. Also es hat halt nichts offen gehabt und mit 9 Grad und ständig Regen ist das Wetter auch nicht so, dass man jetzt stundenlang durch die Stadt laufen kann. Zumal das Restaurant, wo wir eigentlich essen wollten, auch erst in 1,5 Stunden aufgemacht hat. Jetzt werden wir uns halt um 20 Uhr mit dem Essen hier zufrieden geben müssen. aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben, so geht der Spruch. Und was machen wir jetzt mit unserer freien Zeit? Das Übliche, wir werden schlafen. wir haben hier kein deutsches Fernsehen und das heißt, wir verbringen halt die meiste Zeit im Internet oder schlafen oder lesen und viele machen Schule. Also werden wir den freien Nachmittag dafür nutzen. Na, sagt, was soll denn das? Probier nochmal. Ganz schön. Ah, das ist mein Uhr. Sabine, du stehst im Weg. Ach nö. So, hier einmal rumfilmen. Dann bist du auch drauf. Ja, du darfst dann in der Stadt filmen. Was fehlt es denn, Junge? Das ist viel schlimmer. Der Salat sieht komisch aus in der Mitte. Ich glaube, der ist aber auch schon ein bisschen älter. Ja, deswegen. Sieht man schlecht wegen der Sonne. Halli! Also Kalli ist nicht so unser Filmstar. Nee. Schön machst du das, Debbie. Danke, danke. Was Deborah noch so alles Schönes in Sevilla erlebt hat, das könnt ihr hier schon bald auf unserem Kanal in ihrem neuen Video erfahren. Und bis dahin schaut euch doch mal diese Videos hier an. Dann mal bis dann.